Fantastic. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Clash Royale. Und während ich hier gerade noch ein bisschen im Hintergrund das Video synchronisiere, will ich euch kurz erklären, worum es geht. Ich werde jetzt eine Clan-Truhe öffnen, die wir bekommen haben. Und wir gucken uns einfach an, was da so drin war. Ihr seht schon, und eigentlich das eigentliche Highlight, während das durchläuft, ist eigentlich danach die Turniertruhe, die ich bekommen habe, mit 1200 Karten drin. Die werden wir uns gleich ganz genüsslich reinziehen. Ich zeige euch das jetzt erstmal mit der Clan-Truhe noch zu Ende. Da war am Ende noch 5 Tornados drin, das war natürlich auch nicht verkehrt. Nehme ich gerne an. 3000 Gold, auch eine ordentliche Nummer. Ihr seht's hier, und dann kamen wir zum Special Tournament, zu meiner Turniertruhe, die ich bekommen habe. Da muss ich kurz switchen, weil bei der Aufnahme oben kurz das WhatsApp eingeblendet wurde. 8400 Gold. Ist das eine Nummer oder was? 7 Mini-Packers, 56 Ritter, 8 Koboldhütten, 9 Musketierinnen, 108 Lakaien, 110 Eisgeist, das wird immer mehr, 16 Mega-Lakaien, 120 Lakaienhorden, 21 Elixiersammler, das hört überhaupt nicht auf, 59 Raketen, es nimmt gar kein Ende, 6 Riesenskelette und es geht immer weiter, 679 Minenwerfer und tadadada, der Elektromagier. Ich weiß nicht, was ich damit noch anfangen kann, das werden wir jetzt gleich testen. Ich werde jetzt gleich im Anschluss was aufnehmen damit und wir werden jetzt einfach mal das Deck testen und dann machen wir jetzt einen kleinen Cut und sehen uns sofort wieder. Ja, so, jetzt geht's weiter. Wir werden jetzt das Deck testen und danach machen wir hier ein paar Truhen auf. Ich habe mein Deck ein bisschen umgebaut. Ich fordere mal Bogis an, obwohl ich sie jetzt gerade nicht nutze. Wir können sie dann aber upgraden. Ich habe nämlich jetzt den Schweinereiter durch den Holzfäller ersetzt und die Bogis durch meinen wunderschönen Elektromagier, den ich bekommen habe. Nur eben zur Info, falls jemand eben wieder anzweifeln wollte, dass das wirklich meine Karten waren. Und ja, es waren meine, ihr könnt es auch gucken daran, dass ich sau viele Minenwerfer habe. Könnt ihr vielleicht mit der letzten Folge mal vergleichen, dann müsstet ihr das jetzt sehen. Ich habe 3865 jetzt, weil ich ja eben 600 so viel dazu bekommen habe. Und wir wollen natürlich das Ganze uns jetzt mal angucken, wie es denn funktioniert mit so vielen neuen Karten und mit dem Elektromagier und mit dem Holzfäller. Auch das mit dem Holzfäller hatte ich in den Kommentaren gelesen, dass ich den mal für den Schweinereiter reinnehmen soll. Ich werde es einfach mal probieren. Es könnte ganz gut sein, wenn er mit dem Rage-Zauber mehr oder weniger dann ab und zu mal die Elite-Barbaren angeht. Das könnte klappen. Jetzt hat der Typ natürlich den Lava-Hund gezogen, was natürlich für unsere Zwecke jetzt ziemlich kontraproduktiv ist. Aber wir hoffen, dass wir trotzdem da auf der linken Seite schon mal ein bisschen was reißen können. Ich habe jetzt gleich die Pfeile. Jetzt werden da die Pfeile auf die Prinzessin geschmissen. Das heißt, ich muss ein bisschen warten. Aber er macht ja generell nicht so viel Schaden. Das ist in Ordnung. Wir haben jetzt 6. Ich setze jetzt mal den Elektromagier mal dahin zur Verteidigung und haue jetzt hier die Pfeile drauf. Dann dürfte das schon mal soweit noch funktionieren. Bisher noch keine Gefahr von seiner Seite aus. Und der Elektromagier, er kann sich jetzt auch mal um den Bomber schon mal so halb kümmern. Der Pfeil, der Dings ging gerade sogar noch ein bisschen weiter, während der Bomber schon geworfen hatte. Und während der Elektromagier schon tot war. Und Bomber jetzt quasi down, bevor er irgendwas werfen kann. Das ist schon mal top. Wir sind erstmal vorne. Das war erstmal der erste Schritt, den wir haben wollten. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir weiter vorgehen. Jetzt kommt wieder der Lava-Hund. Das heißt, wir müssen jetzt mal die Lakaien sparen und gehen jetzt mal mit dem Holzfäller und den Elite-Barbaren auf die Seite. Ja, komm, jetzt hat er natürlich die Barbaren zum Kontern. Aber wir können mal schauen, ob wir noch ein bisschen was reißen können am Türmchen. Das sieht ganz gut aus. Das Problem ist, der Typ hat wieder die Pfeile. Wir müssen ihn mit der Prinzessin einmal locken. Wirf bitte einmal die Pfeile, komm, wirf die Pfeile, wirf die Pfeile, wirf die Pfeile. Macht er nicht, okay, müssen wir jetzt nehmen, damit wir selber die Pfeile haben, müssen wir jetzt die Lakaien setzen und dann die Pfeile draufhauen. Hat ein bisschen länger gedauert, als es hätte dauern sollen. Und der Turm ist jetzt auch down. Okay, der zweite Angriff mit dem Lava-Hund war also ein bisschen erfolgreicher. Aber ich würde fast sagen, wir können jetzt schon über rechts gehen. Die 300 Punkte, die könnten wir uns eigentlich direkt wegsnacken. Und wir müssen uns nur überlegen, wie wir das angehen. Und ich würde sagen, wir machen das mal mit Elite-Barbaren und Elektromagier dahinter. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Das sieht schon mal ganz ordentlich aus. 1000 Rest noch. Da unten sein Eismagier kann von mir aus so lange auf unseren Turm rumschießen, wie er lustig ist. Jetzt kriegt er hier sofort mal die Lakaien. Er wirft da die Pfeile hin. Das war natürlich clever von ihm. So. Da unten müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Aber wir müssen uns auch um den Lava-Hund irgendwie kümmern. Der jetzt gleich down ist und die Pfeile kommen. Jawohl, und wir haben ihn. Wir haben ihn überrannt mit den Elite-Barbaren. Er hat nicht aufgepasst.
Und da sind die ersten... Ach, Buben, Junge. Ach, hier der Kater, ne? Ich nenne den immer Bubi. Manchmal, deswegen wollte ich gerade Bubi sagen. Aber das klang ein bisschen komisch, deswegen wollte ich Bube sagen. Aber das war dann auch doof. Auf jeden Fall sitzt der gerade hier halb auf meinem Mikrofon. Deswegen muss ich ihn gerade mal eben entsorgen. Und wir müssen noch ein Spielchen machen. Das hat ja gerade schon mal ganz gut funktioniert mit dem Deck. Ich finde, dafür haben wir uns die goldene Truhe verdient. Die mal kurz zu öffnen. Ich habe übrigens gestern nicht nur den Eismagier gezogen, den Elektromagier gezogen, habe ich eben Eismagier gesagt, ich weiß es nicht, den Elektromagier, sondern auch noch einen Funky, den habe ich aber nicht Funky Holzfäller, ich habe jetzt da eins von vier, so, den habe ich nämlich auch noch gezogen. Okay, wir machen jetzt mal eben alle Truhen hier noch weg, die letzte noch offen und dann können wir noch ein Spielchen hinten dranhängen, würde ich vorschlagen. Ah, komm schon, ah, da war noch eine Gratis-Truhe, ist jetzt egal, so. Da gucken wir jetzt mal nach. Es hat ja eben schon mal ganz gut funktioniert. Ich hoffe, es ist jetzt nicht wieder so ein Lümmel mit Lava und deswegen würde ich jetzt mal die Barbaren am Anfang setzen. Na, kommt eine Riese, das ist in Ordnung. Zwei Barbaren auf die Seite, passt. Und wenn wir jetzt acht haben, würde ich mal den Holzfäller und den Elektromagier links mit beisetzen. Um mal zu gucken, was passiert. Ah, okay, da kommt der Mega-Lakai, das ist ganz gut. Das, ja, guck mal da. Haben wir natürlich auf der Seite ein paar Probleme, aber da können wir jetzt gleich die Elitebahn setzen beim Riesen. Dann haben wir den auch. Und da dürfte nicht so viel passieren. Und jetzt die Lakaien über die Barbaren auf die linke Seite. Müsste auch noch reichen, oder? Ja, müsste reichen. Gucken, dass wir das kaputt kriegen. Ja, er wird sich den Turm jetzt wahrscheinlich holen. Aber wir sind auch oben ganz gut dabei. Ja, er holt ihn sich noch nicht mal, okay. Ist noch Rest, aber wir sind auch gut dabei oben. Er hat nämlich auch wieder nicht aufgepasst. Unsere Elitebahn haben da oben den anderen Turm schon quasi weggefuttert, sage ich mal. Und jetzt haben wir nur noch ein bisschen Gegenwehr oben zu erwarten. 872 Punkte noch auf der Seite. Das wird der nächste, hoffentlich 3-Kronen-Sieg für uns. Ich gebe mal kurz Gas. Wir hauen da sofort mal eben ein bisschen hinterher. Und jetzt setzt er die Hexe in die Pfeile von der Prinzessin. Das macht natürlich definitiv Sinn. Und das war es dann auch schon. Und weil es so schön war, würde ich fast sagen, meine Freunde, weil es so schön war, habt ihr euch noch einen Fight verdient, den wir auch noch schnell hinten dran basteln. Oh, hat den Kampf schon verlassen, okay. Das ist natürlich jetzt blöd für ihn, aber was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt rausgehen? Nein, soll ich jetzt die Aufnahme abbrechen? Machen wir auch nicht. Wir ziehen das jetzt halt noch mit durch. Dann tut es mir leid, dann habt ihr jetzt halt nur noch einen kleinen Special Fight, wo der Gegner den Kampf direkt verlassen hat. Kann ich ja in dem Fall leider jetzt nichts für. Und wir könnten natürlich noch einen dranhängen, weil das jetzt nur 30 Sekunden waren. Das können wir natürlich machen. Das heißt, das können wir nicht nur machen. Das machen wir sogar. Dann habt ihr heute eine etwas längere Folge mit mehreren Kämpfen drin und sau vielen Karten und Truhen und allem und einer neuen legendären Karte. Also die Überfolge des Todes. Wenn wir hier nicht 10.000 Likes haben, dann weiß ich es auch nicht. So. Und wir starten wieder rein sofort in den nächsten. Jetzt haben wir drei Kronensiege am Stück. Da soll uns erstmal einer nachmachen. Und dann wollen wir schauen. Jawohl, ein Ofen. Ja, Prinzessin läuft falsch. Das ist blöd, aber ich weiß gar nicht, ob die darauf reagiert. Ja, tut sie sogar, aber zu spät. Ja, steht die da und guckt die dumme Kuh, ey. Der hat doch da locker getroffen, Mann. Man sollte sie echt dreschen manchmal. Ja, das scheiß Tunnelschippenaffe da. Kriegt auch einen Barbaren da oben, aber das ist in Ordnung. Da können wir jetzt zwar nichts reißen, aber die Prinzessin kümmert sich zumindest schon mal so ein bisschen. Er ist aber vorne, dadurch, dass sein Schippentyp da halt gerade ein bisschen was gerissen hat. Wir setzen mal den Elektromagier, gucken, ob der auf die... Ne, geht er nicht. Ja, die scheiß Feuergeister kommen halt immer durch, aber die Prinzessin holt sich da einen nach dem nächsten. Und unser Elektromagier holt sich da den Magier. Ja, die tun sich, glaube ich, nicht viel, aber das ist halt wieder das Nervige mit dem Ofen. Wird halt sofort gegengedingst. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier die Prinzessin einmal hinsetzen. Und sie hoffentlich schnell genug schießt. Macht sie natürlich wieder nicht. Doch, hat sie. Die sind nicht auf den Ofen gekommen, glaube ich. Auf den Turm. Ich habe es nicht genau gesehen. Ja, so, ich würde jetzt gerne mal ablenken. Wie kriegen wir das jetzt mal hin? Dass der Typ hier die Barbaren setzt und ich mit den Elite-Barbaren über rechts kommen kann. Ah, macht er nicht. Ah, setzt sie doch dahin. Aber dann haben wir wenigstens links mal ein bisschen was geholt. Guck, dann haben wir das zumindest so bezweckt. Die machen übrigens die Pfeile, 366 haben wir jetzt. Und jetzt nur noch 248. Machen die Pfeile echt nur noch so wenig Schaden am Turm? Oder haben die schon immer nur so wenig Schaden gemacht? Ich bin mir da nicht sicher.
Ja, der kam zu spät. Was ist denn hier schon wieder los? Es leckt schon wieder total. Es ist schon wieder total am Lecken. Ich hätte das letzte Spielchen hätte ich mir besser gespart. Es ist total am Lecken. Aber gut, egal. Wir holen jetzt erstmal den linken Turm. Mit der Prinzessin zwei Schüsse müsste reichen. Aber ich meine, dass die Pfeile irgendwie weniger Schaden mittlerweile machen am Turm. So, der ist down. So, Valkyrie. Müssen wir jetzt hier den Tunnelgräber wegdreschen. Die Valkyrie macht auch nichts mehr. Ja, jetzt kommt da der Ofen. Jetzt wird er hier wieder mit den Barbaren kommen. Aber wir müssen die irgendwie mal auslöschen. Ich weiß nicht, wie ich an diesen Barbaren vorbeikommen soll. So viel. Ah, ich hab die Pfeile verrutscht. Scheiße. Die Pfeile sind mir ein bisschen verzogen. 400 Reste. Ich hätte jetzt die Pfeile drauf hauen können. Hätte ich schon mal ein bisschen 100 mehr weniger gehabt. Aber egal. So. Jetzt Elektromagier. Er darf sich nicht beide Türme holen, der Esel. Das wird's kritisch. Wir müssen auf jeden Fall einen von den Türmen behalten. Aber jetzt kommen die ganzen Feuergeister. Müssen wir jetzt nochmal wegrutzeln. Das wird nicht reichen. Ein Elektromagier da oben noch. Zwei Schüsse von der Prinzessin. Nein, schieß doch auf den Turm, du dusselige Kuh. Mann, ist die blöd. Schieß, schieß, schieß. Ja, und jetzt kommt die Rakete, weil die dusselige Kuh als erstes auf den Turm geschossen hat. Ja, genau, ey. Naja, egal. So knappes Ende nochmal hinten dran. Ich bin eigentlich fürs Gucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.